Hurra, die Schule brennt. Wir stehen im Wehrkundewettbewerb. Ein oberster Volksarmee ist anwesend. Als Pioniere seid ihr wichtige Partner für die Älteren. Damit sie lernen, wie Kinder gerettet werden können, wenn es die Lage verlangt. Alles klar? Ja, klar. Und denk daran, die Schule brennt. Ey, Katja! Und wann sind wir dran? Sollen wir hier sterben? Wenn ich verschüttet bin, müsste ich doch ausgegraben werden. Kannst du nur doch humpeln. Bei Bauschuss erschießt man sich am besten. Könntest du dich erschießen, Marc? Ich muss von uns Mund beatmet werden, wegen Rauchvergiftung. Das machen die Weiber. Das ist wie Küssen. Und wenn das Männer machen? Das machen immer Frauen. Die pressen die Luft in dich hinein. Mit den Lippen. Lass uns tauschen, Dani. Nimm den Bauchschuss, der ist nicht schlecht. Da beugen sie sich über dich. Da spürst du die Brüste. Ich will nicht tauschen. Dani und seine Freunde als brave Pioniere bei einer Katastrophenübung. Bevormundet und behütet. Was ist mit meinem Bauchschuss? Bist du nicht Daniel Lenz, 7b? Ja. Du warst doch der Sieger im Talentwettbewerb Gedichte aufsagen. Das war eine schöne Leistung. So ist es richtig. Immer aktiv sein, immer mit dem Kollektiv vorneweg. So wird man ein guter Soldat. Ja, Daniel, da kannst du was lernen von dem Genossen Oberst. Wenige Jahre später müssen sie sich inmitten des Wendewirbels zurechtfinden. Paul konnte Autotüren aufmachen. Allerdings nur französische Marken. Das war natürlich ein Nachteil seiner Methode. Aber die original Leipziger Premium-Abfüllung verwandelte jedes Auto in eine Flugmaschine. Sie war eine Art blonder Flaschengeist, der uns sanft an den Haaren packt und über Mauern hob. Der uns seinen Teppich lieh, auf dem wir davonflogen und den Bullen auf die Köpfe spuckten. Andreas Dresens Verfilmung des Erfolgsromans von Clemens Meyer ist vielleicht der erste dieser sogenannten Wendefilme, der ohne die typischen Stasi-Klischees auskommt. Ein Film über junge Leute zwischen den Gesellschaften, zwischen dem nicht mehr und dem noch nicht. Mir war von Anfang an klar, dass das kein braver, beschaulicher Film werden soll, sondern dass das ein wilder, archaischer, verrückter Film ist, der in seiner äußeren Form auch das Chaos jener Zeit widerspiegelt. Also, und dazu kommt natürlich, dass es ein Film ist über die Techno-Generation. Da spielt Musik eine Rolle, die den Rhythmus der Geschichte prägt. Es sind junge Leute, die schnell sind, die mit geklauten Autos die Straßen lang rasen. Also all das spielt eine Rolle und prägt dann natürlich die Erzählung. Also der Film hat dieses Atemlose, weil die Jungs atemlos sind, weil sie durch eine Welt rennen und sie sich erobern, die neu und fremd und spannend und abenteuerlich und wild ist. Der Rausch der frühen 90er Jahre mit Techno, Drogen, Nazis und Rebellion. Ein Film, der wie kein anderer das Gefühl jener Jahre vermittelt. Ich weiß nicht, wie es kam, dass unser Laden dann plötzlich lief. Vielleicht hat es sich rumgesprochen, dass wir die jüngsten Disco-Besitzer waren. In Krottendorf oder Leipzig oder ganz Deutschland. Das war eben Underground. Um ehrlich zu sein, war ich, als die Wende kam, im Verhältnis zu unseren Protagonisten schon ein alter Sack. Ich habe 1991 mein Studium beendet und war Ende 20 und gehörte eigentlich zu der Elterngeneration, ne? Also die dann irgendwie sich auf eine pragmatische Art auf den Weg machten, in dieser neuen Gesellschaft irgendwie anzukommen. Da hat sich ja alles um und umstrukturiert in diesen Tagen. Ja, also von der Krankenversicherung bis zur Steuererklärung. Aus dem einen kleinen dünnen Hefter wurden plötzlich so viele. Ja, also, und das führte natürlich dazu, dass man weitestgehend mit sich selbst beschäftigt war. Und für die Jugendlichen, für die Jungs aus unserem Film dazu, dass eigentlich die Eltern und die Lehrer, die Menschen, die eine Art Fürsorge normalerweise ausgeübt hätten, die waren einfach alle gar nicht ansprechbar und nicht da. Also wenn man so will, eine Gruppe von Jungs, die aus dem Nest gefallen ist und irgendwie dann zusehen muss, wie sie jetzt in dieser größer gewordenen Welt alleine besser klarkommt. In einer Welt voll Anarchie, Gewalt und Zärtlichkeit. Ein Film über Leben und Tod. Setz dich. Und darin die bittersüße Love-Story von Dani und Sternchen. Danke. Sei nicht so wie die anderen. Bin ich doch nicht. Mach Schluss mit dem ganzen Mist. Mach ich doch.
Ich brauche jemanden, der für mich da ist, Danny. Ich würde ja sagen, ich liebe dich. Aber das ist nicht mein Stil. Dann sag's nicht. Lauf, Danny. Worauf sind wir auferstanden? Ausruhen! Das Beste kommt noch, Rico. Ich kenne einen Kinderreim. Ich summe ihn vor mich hin, wenn alles anfängt, in meinem Kopf verrückt zu spielen. Manchmal fange ich einfach an zu summen und merke es nicht einmal, weil in meinem Kopf die Erinnerungen tanzen. Die an die Jahre, in denen alles anders wurde.